Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Greinz, so wie ich den Antrag der Grünen verstanden habe, schreibt er nicht nur mal das auf, was in der Radverkehrsstrategie des Senates steht, sondern er ergänzt sie an einem sinnvollen Punkt, nämlich bei dem Thema Aufbau eines Radstraßennetzes. Und das ist was anderes als den Ausbau von Radstreifen auf Hauptverkehrsstraßen. Das ist richtig. Da spricht auch niemand was dagegen, sondern alle sind dafür. Sondern es geht darum, ob es nicht noch möglich ist, ein Radstraßennetz parallel dazu aufzubauen, das den Radverkehr bündelt und damit auch noch zu einer Entlastung führt und gleichzeitig die Attraktivität des Radverkehrs steigert. Insofern halte ich diesen Antrag für sinnvoll. Und der Einwand, der ja von Seiten des Senats häufig kommt, ist der, dass es sich bei der Festlegung von Radstraßen, da das ja im Wesentlichen Nebenstraßen sind, um die bezirkliche Zuständigkeit handelt. Nun ignoriert das aber auch der grüne Antrag überhaupt nicht, sondern er verlangt, dass der Senat eine solche Entwicklung zu durchgängigen Radverkehrsstraßen initiiert. Das heißt, er verlangt letztendlich nichts anderes, als dass der Senat eine Koordination und Moderationsfunktion übernimmt und wir damit wegkommen von diesem Stückwerk, dass einzelne Bezirke durchaus an der einen oder anderen Stelle begrüßenswert eine Radstraße einrichten, die aber dann keine weitere Anbindung hat und insomit in gewisser Weise in der Luft hängt. Und das ist der Antrag der Grünen. Und gegen diesen Antrag, meine Damen und Herren, kann man, wenn man den Radverkehr fördern will, eigentlich überhaupt nichts haben. Und dass sogar der ADAC, diesen Antrag unterstützt, macht doch deutlich, dass das Argument, das eben gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn man Radverkehrsstraßen errichtet, man an anderer Stelle wieder Ersatz für die Autos schaffen muss, dass selbst das diese Position von Seiten des Lobbyverbandes ADAC nicht vertreten wird. Also lassen wir dieses Argument beiseite. Wenn man wirklich sagt, wir wollen den Model Split in dieser Stadt verändern und wir wollen den Umweltverbund stärken in dieser Stadt, dann heißt das auch, dass man die Infrastruktur für den Umweltverbund, und dazu gehört das Fahrrad wesentlich dazu, stärken muss und nicht die beiden Infrastrukturen für den motorisierten Individualverkehr und für den Umweltverbund parallel und damit gegeneinander fördern, sondern da muss man auch Prioritäten setzen, meine Damen und Herren. Und dieser Antrag der Grünen bietet dazu die Gelegenheit. Lassen Sie mich jetzt noch einen Punkt ansprechen. Die Tatsache, dass die so und so eigentlich zu geringen Mittel für die Umsetzung der Radstrategie des Senates, dass noch nicht mal diese Mittel wirklich abgerufen und verbaut werden können, werfen noch mal ein Licht auf ein grundsätzliches Problem im Land Berlin. Das nämlich die Investitionsmittel, die im Landeshaushalt eingestellt sind, sei es für die Radverkehrsstrategie, sei es für andere sinnvolle Zwecke, überhaupt nicht abgerufen werden können, weil die personellen Voraussetzungen in der öffentlichen Verwaltung, in den Bezirken und teilweise auch in der Hauptverwaltung gar nicht mehr existieren, um diese planerische Vorbereitung vorzunehmen. Deshalb sage ich Ihnen, es ist ja wunderbar, mit Ihrem Investitionsfonds, wo Sie jetzt über 400 Millionen zusätzlich aufstocken, ich habe die Befürchtung und ich prognostiziere das an dieser Stelle, Sie werden diese 400 Millionen im nächsten Jahr wieder haben und wieder als Erfolg verkaufen können, weil Sie sie in diesem Jahr nicht verkauft haben. Aber wir haben es gemerkt und deshalb werden wir da auch die Öffentlichkeit darauf hinweisen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.